Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Risiken, die auf Kapitaleinlagen einwirken, sind vielschichtig. Letzte Woche haben wir über das Ukraine-Konfliktpotenzial uns unterhalten. Bei dem gehen wir nach wie vor davon aus, dass es eine Lösung zwischen Russland und der NATO geben wird und es keinen Krieg in Europa geben wird. Heute möchte ich Ihnen einen weiteren Aspekt einmal darstellen. Das ist das europäische Vermögensregister, das geplant ist. Hierzu hatte ich Ihnen im letzten Jahr bereits ein Update gegeben und es gibt hierzu eben Neuigkeiten. Wie ist der Sachstand? Im Juli letzten Jahres hat das Europäische Parlament die Machbarkeitsstudie eines europäischen Vermögensregisters in Auftrag gegeben und ausgeschrieben. Das Ganze erfolgt, wie so häufig bei der Politik, unter dem Deckmantel der Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Fakt ist aber, es sollen sämtliche Vermögenswerte der Bürger in Europa in einem Register zusammengeführt werden, also nicht nur das Grundbuchamt oder das Unternehmensregister, sondern auch andere Wertgegenstände wie Gold, Kunst, Oldtimer und so weiter vollumfänglich. Und gerade die letzten Tage haben wir die Nachricht erhalten, dass nun drei Unternehmen den Zuschlag bekommen haben, diese Machbarkeitsstudie auszuarbeiten. Das heißt, der Prozess um das Vermögensregister in Europa geht weiter. Auch wenn wir darüber in den Medien nichts hören, beschäftigt uns dies in unserem Risikomanagement sehr wohl. Denn wollen wir als Vermögende völlig transparent sein oder gar wie in dem Machbarkeitsstudio erwähnt wird, dass dieses Register auch dazu dienen soll, um politische Entscheidungen darüber zu treffen? Es ist, glaube ich, ratsam, sich rechtzeitig damit in Verbindung zu setzen. Alle Vermögensgegenstände eines Bürgers sollen letztendlich transparent für die Behörden und die Politik gemacht werden. Und da sieht man, wie wichtig in unserem Vermögensschutzkonzept eben auch die zweite Ebene, die Ebene, die den Schutz des Vermögens vor externem Zugriff im Speziellen behandelt. Und sie deckt eben hier den Schutz vor politischen Risiken ab, das sehen wir gerade, aber auch vielleicht auch Schutz vor Steueränderungen. Auch das ist relativ verwandt mit diesem Vermögensregister, bis hin natürlich zum Schutz vor persönlichen und zivilrechtlichen Haftungsfragen im Falle eines Konkurses oder eben einer Scheidung. Aber wir befinden uns mit dem Vermögensregister klar im Bereich politische Risiken und Steueränderungsrisiken. Sollten Sie hierzu Fragen haben, können Sie gerne Ihren Ansprechpartner in unserem Institut darauf ansprechen. Wir haben hier entsprechend die Lösungen. Schauen wir uns noch die Kapitalmärkte an. Die steigenden Zinsen sind ja in aller Munde. An der Grafik sieht es vielleicht etwas wild aus, aber der Anstieg von hier unten bis jetzt auf 0,1% beträgt gerade einmal 0,5%. Es ist ein Weg zurück in die Normalität und kein Zinsdammbruch, eine große Zinswende, von der wir immer liest. Und man darf nicht vergessen, die Umlaufrendite befindet sich momentan bei 0,1%. Das heißt, in 10 Jahren bei 1%, 10 mal 0,1, also nach wie vor bei nichts. Und normale Sparer haben reale Kapitalverluste, wenn sie nicht in Aktien oder Sachwerte investiert sind. Der deutsche Aktienindex, er spiegelt gerade die Unsicherheit in der Ukraine letztendlich wider, befindet sich aber jetzt schon seit einem Jahr in einer Seitwärtsrange und hat es noch nicht geschafft, weder nach oben auszubrechen noch nach unten. Wir glauben auch nicht, dass es nach unten gehen kann. Selbst ein Einmarsch Putins in der Ukraine würde vielleicht noch mal 10% geben. Aber eben das auch nur schwerpunktmäßig für deutsche oder europäische Unternehmen. Unsere Portfolios sind ja zu 50% in Amerika, Japan aufgestellt und wären von einem derartigen Ereignis deutlich weniger betroffen. Mittelfristig sehen wir dennoch, dass diese Unterstützungslinie hält und wir sehen den DAX mittelfristig eher bei 16 und auf ein paar Jahren gesehen bei 20.000 Punkte als nach unten. Profiteurin der jetzigen Unsicherheit war ganz klar das Gold. Hier
sind wir von 1800 auf 1900 Dollar die Unze angestiegen. Auch hier ist der mittelfristige Trend, eine Umkehrtassenformation, klar ersichtlich. Hier gehen wir weiter davon aus, dass Gold anziehen wird, eben aus Inflationsgründen, Staatsverschuldung oder politischen Risiken wie in der Ukraine, sodass wir 2000, 2100 Dollar die Unze sicherlich sehen werden. Fakt ist aber, und das bestätigt uns der Investmentprozess bei der genauen Analyse unserer Investments. Wir haben alle geprüft auf Situationen wie Ukraine-Krise, Inflation und können klar sagen, wir haben nur beste Qualität in den Portfolios, beste Qualität, die die primäre Realwirtschaft abbildet, die wir täglich konsumieren. Und da werden auch diese Gewitter, die es auf der Welt gibt, keinen Absturz verursachen. Die beste Qualität setzt sich durch. Das habe ich in den letzten 40 Jahren mehrfach erleben dürfen und damit sind wir auch für die Zukunft gewappnet. Denn wir vertrauen auf Werte, tun Sie es auch. In diesem Sinne eine gute Woche. Ihr Andreas Glogger.